Rund 20 Jahre lang haben sie auf diesen Moment gewartet. Hallo, halt oben. Et puis la dérive. So, noch die Abweichung. Maintenant la tension. Dann die Spannung. C'est bon. Jetzt ist gut. Zerbrechlich sieht er aus, der Flugapparat. Es ist ein nachgebautes Modell von 1913. Roulage, ben c'est toi qui guide. Aber gell, du musst sagen, wo durch. Rekonstruiert hat das Bischof aus Holz ein Schreiner aus dem Kanton Waadt. Natürlich ist der Michel Porsche nicht nur Schreiner, sondern auch ein erfahrener Pilot. Das Programm wäre, dass wir jetzt anfangen mit Starts und Landungen direkt auf der Piste. Aber weil im Moment die Sonne so blendet, können wir keine komplette Runde drehen. Das ist ein Grandchamp 3. Der René Grandchamp aus dem waadtländischen Bellerive hat die Maschine konstruiert, zusammen mit einem Kollegen aus dem Nachbardorf. Der Grandchamp wäre vielleicht gerne dabei. Ist es ein bewegender Moment für Sie? Nein, wir haben nicht die Gelegenheit, um aufgeregt zu sein. Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Ich stelle die beiden Vergaser ein. Kannst loslassen. Kontakt. Und dann gibt der Pilot Vollgas. Der Flugapparat mit seinen 400 Kilo Gewicht sehe in die Luft. Schön, er fliegt. Soweit wir wissen, ist das erste Flugzeug, das jemand vollständig in der Schweiz konstruiert hat. Eben ein Mechaniker von Bellerive. Der Motor ist ebenfalls aus der Schweiz. Das war selten hier zumal. Die meisten Motoren sind von Frankreich gekommen. Zum Beispiel von Blériot, Santos Dumont etc. Vom ursprünglichen Flugzeug und dem Motor gibt es nur noch alte Fotos, aber keine Originalpläne mehr. Die sind alle verloren gegangen. Der Schreiner und heutige Pilot hat alle Teile aufgrund der historischen Aufnahmen rekonstruiert. Den Motor hat die Ingenieurschule Yverdon nachgebaut. Lust zum Fliegen hätte ich schon. Aber das überlasse ich lieber dem Konstrukteur. Er hat so viel Zeit investiert, ich möchte keine Bruchlandung riskieren. 20 Jahre Arbeit steckt also in den nachgebauten Grandchamp 3. Jetzt erobert das fliegende Denkmal aus der Pionierzeit am Flugplatz Yverdon-les-Bains den Himmel zurück.